Sehr geehrter Herr Professor Hämmerli, vielen herzlichen Dank für Ihre sehr liebenswürdige Einführung. Meine Schultern sind immer noch stramm, obwohl Sie da sehr viel Verantwortung darauf gelegt haben. Zum Glück habe ich eine Kommission mit Kolleginnen und Kollegen, die mir dabei helfen, diese Verantwortung zu tragen. Wir haben nun aus verschiedenen Standpunkten oder Sichtwinkeln gehört, was Cyber bedeutet, was Cyberangriffe bedeuten, was Cyberbedrohung bedeutet. Das Tückische daran ist ja, dass man es nicht sieht und lange nicht merkt und es deshalb auch sehr abstrakt ist. Und ich werde nun versuchen, über Fragen meine Gesprächspartner etwas aus dem Busch zu locken und auf die konkrete, handfestere Ebene hinunterzuführen. Ich möchte gerne mit Herrn Kudelski beginnen. Herr Kudelski führt ja ein sehr renommiertes Unternehmen in diesem Bereich und ist technisch, ich habe große Hochachtung davor, auf höchster Ebene. Solche Angriffe passieren auch in den privaten Firmen ja täglich. Und ich möchte ihm gerne die Frage stellen, wie kann man private Unternehmen dazu bringen, ihre Verantwortung für ihre Daten, aber unter Umständen ja auch für Daten von Kunden oder Patienten oder welcher Art auch immer wahrzunehmen. Weil ich frage das auch, weil jede Firma, jedes Unternehmen ist ja verpflichtet, für sich selbst zu schauen. Und wenn jetzt eine Cyberattacke passiert, dann ist das ja nicht nur eine Bedrohung für die Firma selbst im engeren Sinn, sondern es ist auch eine Frage des Vertrauens, der Glaubwürdigkeit. Wenn an die Öffentlichkeit kommt, dass eine Firma mit einer Cyberattacke kämpft, dann könnten die Kunden misstrauisch werden und sich sofort abwenden. Also die Frage, wie bringen Sie private Unternehmen dazu, ihre Verantwortung im Cyberbereich für ihre Daten auch ganz ernsthaft wahrzunehmen? Das ist eine sehr wichtige Frage und ich dachte, die beste Sache ist zu sehen, was in den Vereinigten Staaten passiert hat. Zum Beispiel, wenn Sie nehmen Target, Sie nehmen Sony, die Konsequenz, wenn das ist eine Cyberattack, könnte sehr, sehr schlimm werden. Und ich dachte jetzt, die Probleme, die wir haben in der Schweiz, das ist, wir haben keine Critical Mass jetzt. Aber so, die erste Target sind in den Vereinigten Staaten, aber die nächste Welle könnte sein in der Schweiz. Und wenn man eine Cyberattack hat, das ist nicht nur, als Sie haben das gesagt, die Probleme mit der Firma, aber alle die Informationen, die werden, I will just, sorry, switch to English. So, all the information that are stolen may have consequences that are absolutely incredible. Give you an example. If you have a company that is selling an element for 5 Swiss francs per month, basically the risk over 1 year is 60 Swiss francs. Now, if in the database you have the credit card and this information stolen is allowing a bad guy to steal for 2,000 Swiss francs. And you multiply that by, for example, 100,000 as a number of people where the database has been stolen. So just to say that the consequences are a factor of magnitude to what is happening or what is
seen at the first element. So one of the key issues that you have in the digital world, that you have a complete disconnection between what is at the first sight looks as a risk and what can be the indirect risk by the misuse of information. Ja, das führt mich aber zur Frage, brauchen wir in der Schweiz mehr Regeln? Regulation sage ich nicht gerne, aber brauchen wir mehr Gesetze, um die Firmen dazu zu bringen, sich besser zu schützen? Ich nehme das Beispiel Frankreich. In Frankreich gibt es ja ein Gesetz, das verpflichtend ist, sogar mit rechtlichen Konsequenzen, wenn eine Firma kritische Infrastruktur ihren Angriff nicht an die Zentralstelle meldet. Brauchen wir das in der Schweiz? Okay, so here I will just first respond. It's not a joke, it's how Americans see it. If you have a new innovation, in America they consider, let's do it. In China, let's copy it. In Europe, let's regulate it. So, I don't think that by creating extra regulation will solve the issue. And one of the main issues is that very often, if you regulate something, you are one war behind. And the pirates, they are not stupid. They will not look at what has happened in the past. They will think at the next attack. But where that may make a incredible difference is to have not more regulation, but some regulation not too complex that do that the company or people that hold information of individual have a higher liability. And one of the issues that we have in Switzerland is that element related to information, if it's intellectual property, if it's personal information, the consequence if your information is gone in the public or to the bad guys, it's virtually no consequence. And I would give you a very simple example. I will not give the name of a financial institution. When I have discussed, you have some important risk by cyber attacks. And you say, oh, last year we consider that the risk was no more than 10,000 Swiss francs. I said, huh? But you have had some cyber attack? Yes. And that was not an issue? No, that was the fault of the client. I say, how? The pirate has emulated our website. So the person have, how to say, entered all this credential, and at the same time you have somebody in China typing on the element and just sniffing all the information and transferring about 500,000 Swiss francs. I said, and you consider it's a fault of the client. Oh, but it's not our fault. I have said, look, but do you have warned the client that there is a risk by using e-banking? Oh no, that will afraid, that will make the client be afraid. So I think that we have maybe some better alignment to be done between elements that are made possible, and that if a company is maybe not taking all the care, that do that finally end user will do some big mistakes, that there are no consequences. And it's a question about consequential management. Also Eigenverantwortung spielt auch da eine Rolle. Herr Dell'Ambrogio, Sie haben uns dargelegt, welche neuen Berufsbilder es gibt im Bereich Cyber-IT und dass die gefördert werden. Sie haben auch vom Big Data-Programm gesprochen. Ich frage Sie als Verantwortlicher für Forschung, Bildung, Innovation, was braucht es, dass in der Schweiz wir unsere Menschen, auch vor allem unsere jungen Digital Natives, dazu bringen, dass sie ihre Verantwortung für ihre eigenen Daten und allenfalls, wie bereits erwähnt, auch für Daten von anderen wahrnehmen? Wie bringen Sie ein
Bildungsprogramm tief hinunter bis zum Erstklässler. Ich weiß zwar, dass Bildung in diesem Bereich kantonale Sache ist, aber Sie haben den Lehrplan 21 auch in den Mund genommen. Ja, ich glaube, dass Verantwortung stützt mehr auf Bewusstsein als auf Regelung oder Zwang. Also ich glaube, das, was täglich die Presse berichtet über Jungen, die plötzlich ihre, sagen wir, nicht ganz für die Öffentlichkeit bestimmte Fotos, Aufnahmen, Bilder plötzlich in der ganzen Welt angeschaut werden und gesehen werden. Also ich glaube, man lernt grundsätzlich durch Erfahrung. Und sicher, meine Tochter, die 14-jährig ist, hat ein größeres Bewusstsein als sich selber über alles, was passieren könnte, wenn sie eben mit Kollegen Informationen wechselt und so weiter. Das ist, Bewusstsein kommt grundsätzlich durch Erfahrung. Wir müssen nicht glauben, es braucht sicher grundsätzliches Wissen, aber welches Art von Wissen? Also ich glaube nicht, dass Algorithmen in der Primarschule zu lernen dazu führt, dass man diesen Bewusstsein wächst. Man versteht etwas besser, wie ein Computer funktioniert, man versteht, was ein Programm ist, man versteht das Technische besser, aber es geht grundsätzlich um Verhalten. Und wie man eben das gute Benehmen lernt, wie man am Tisch sitzt, wie man die Suppe isst, wie man so, das kommt aus einer erzieherischen Erfahrung, die man in Familien, Schulen und überall macht in der Gesellschaft. Also die digitale Gesellschaft wird selber das Bewusstsein über Verhalten und Risiken entwickeln. In diesem Sinne mache ich mir nicht so große Sorge, dass ein Mangel an Aktivitäten, ich führt im Gegenteil Aktivismus manchmal, das nicht sehr zum Zweck führt. In der Schule kommen alle zwei Monate neue Prioritäten, das ist auch nicht gerecht. Also wir müssen auch daran denken, dass Lehrer sind auch Menschen und man muss zuerst, dass die Lehrer lernen, damit sie dann auch lehren können. Das ist ein langes Prozess, das entwickelt sich mit der Gesellschaft. Also ich glaube nicht, dass es eine bestimmte Aktion gibt, dass man tun soll. Eine Frage an Herrn Wenger. Wir haben gehört, all countries are neighbors. Hacker agieren grenzenlos und versteckt. Und Sie haben das Wort Internetgouvernance genannt. Könnten Sie uns das etwas ausführen, wie das aussehen könnte? Ich glaube, das ist ja eine der größeren Debatten. Das Internet wurde ja eigentlich geboren als Raum, in dem die Staaten nicht aktiv sind. Oder? Das ist ein Raum, der eben nicht staatlich reguliert gewesen ist. Und wir sehen heute, dass vermehrt Staaten natürlich sehr unterschiedliche Positionen nehmen, wenn es um die Frage geht, wie soll das Internet überhaupt reguliert sein. Das heißt, wir haben westlich orientierte Staaten, die nach wie vor der Meinung sind, dass die Rolle von Staaten limitiert sein sollen, Multistakeholder, also gesellschaftliche, wirtschaftliche Akteure hier eine starke Rolle spielen sollen. Wir haben auf der anderen Seite aber Staaten wie beispielsweise China und Russland, die natürlich vermehrte Kontrolle wollen über ihren, was sie eben wahrnehmen als nationalen Cyberraum. Das heißt, wir haben im Moment eine breite Debatte in sehr, sehr vielen Gremien, in internationalen Gremien, über die Frage, wie das Internet überhaupt reguliert werden soll auf der staatlichen Ebene. Wir haben im Moment keinen politischen Konsens unter den global führenden Staaten im Blick auf diese Fragestellung. Es ist ein Gegenstand eines politischen Streites, oder? Wie stark eben und wer, welche Akteure, staatliche Akteure, nicht staatliche Akteure in Zukunft eigentlich das Internet regulieren sollen. Herr Thäler, wir haben heute gehört, die Armee spielt für Cyber Defense, die Verteidigung, den Schutz unseres Landes eine wesentliche Rolle. Es ist ja bekannt, dass wir
auch staatlich uns auf verschiedenste ICT-Players und Experten abstützen. Nebst den eigenen Experten nehmen wir jetzt an, dass ganz konkret, es gibt verschiedene Vorfälle gleichzeitig in mehreren Kantonen und die Ereignisse dauern auch länger an. Das heißt, die Durchhaltefähigkeit wird etwas strapaziert. Wer priorisiert dann die Einsätze jetzt auch zum Schutz vor Cyberattacken? Welche Rolle nimmt die Armee da wahr? Also ich denke, in diesem Bereich ist auch wie in alle sonstigen Bereiche, die Armee spielt die gleiche Rolle. Sie hat seinen eigenen ursprünglichen Auftrag, Verteidigung, auch für die, seine eigene Infrastruktur. Und dann, wenn auch mit anderen Ereignissen die Priorisierung geht, nehmen wir eine normale Priorisierung, kommen auch Anträge von den Kantonen und so weiter. Wenn Mittel zur Verfügung sind, können wir da noch mithelfen. Und das ist auch eine Priorisierung, die auf Stufe von der Armee gemacht sind, auf Antrag der Kantone, und dann kommen die subsidiären Einsätze. Und im Cyberbereich wäre das das Gleiche, grundsätzlich. Aber wenn große Cyberereignisse da sind, sind auch die eigenen Elemente betroffen. Alle Infrastrukturen sind betroffen. Und dann wird auch eine Problematik der Anzahl von Ressourcen, wie mit allen Mitteln. Wenn noch Mittel, subsidiär bedeutet auch, wenn noch Mittel zur Verfügung stehen, können wir auch mithelfen. Und das wird auch grundsätzlich von der Armee priorisiert. Also das heißt, wie bewältigt die Schweiz mehrere Ereignisse gleichzeitig? Ich meine damit auch, welche Prozesse laufen in einem solchen Fall ab zwischen Melanie und dem VBS? Melanie spielt ja eine sehr große Rolle darin. Können Sie das etwas konkreter darlegen? Wenn wir konkrete Fälle haben, das erste Element und das wichtige Element, was ich auch angetönt habe, ist der Austausch von Informationen. Wir müssen wissen, was passiert in allen Bereichen. Zusammen, und da spielt Melanie eine Rolle, spielen alle Partner, Armee wie auch andere Elemente, spielen dort eine Rolle. Und dann geht es darum, où se trouve finalement le cœur du problème, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Wie auch das die Strategie hat. Jeder hat seine eigene Verantwortung. Es ist ein Zusammenspiel von allen Elementen. Die Armee hat aktuell auch nicht die Mittel genügend heute für die eigene Infrastruktur. Wir müssen dort auch noch hochfahren, die Elemente. Das gibt auch die Entwicklung in diese Richtung. Weiter kann ich jetzt nicht sagen, enfin, je peux pas répondre sur la quantité, quand on a un problème concret, on travaille ensemble, on a certains éléments sur lesquels on travaille aujourd'hui, hein, ensemble avec les partenaires civils, où c'est qu'on intervient, et on a certaines compétences spécifiques dans le domaine aussi d'action peut-être plus pointue, où on travaille, j'ai parlé avant de CNO, qui a certaines compétences, et là on peut amener cet appui. Herr Kudelski, wenn ein Vorfall jetzt passiert in einer privaten Firma oder auch in einem staatlichen Teil, in einem Departement oder wo auch immer, dann ist ja der Austausch von Know-how unter den Experten ein wichtiger Punkt auch zur Lösung des Problems. Und wir haben vorhin schon erwähnt, Vertrauen spielt da eine große Rolle, weil es geht ja auch geheime Daten, das Risiko, dass vertrauliche Daten, persönliche Daten offengelegt werden. Können Sie sich da einen Pool von Know-how vorstellen oder Partnerschaften, wo Wissen gesammelt wird oder wo sich eine Firma, die selbst zu wenig Ressourcen hat, hinwendet, um Hilfe zu holen? Écoutez, c'est un élément fondamental dans le domaine de la sécurité. C'est une illusion de penser qu'un acteur gouvernemental ou une entreprise privée puisse avoir la vision sur l'ensemble. Et je vous donne un exemple d'une opération que l'on mène pour l'ensemble de l'Amérique du Sud dans la surveillance contre le piratage. On a réussi
à mettre l'ensemble des acteurs ensemble au niveau d'une entité où on s'entraide tous lorsqu'il y a un problème. Et dans le domaine cyber, on doit complètement oublier les silos. Il ne faut pas oublier que si le côté positif, ou entre guillemets les bons, ont des silos, les pirates sont designés pour faire abstraction des silos. Ils ont à un moment donné des petits secrets qu'ils gardent, mais lorsqu'ils ont besoin de faire une tâche, ils ont une organisation en réseau qui est impressionnante. On a par exemple réussi à identifier tous les acteurs de cyberattaque où la tête pensante était en Turquie, qui avait recruté des gens dans les pays de l'Est avec un bras financier en Chine, une opération qui passait pour le Canada et qui visait l'Amérique latine. Donc les pirates savent s'adapter de façon très rapide, travailler en échangeant des données, et la seule façon de répondre à ça, c'est de pouvoir avoir des organisations flexibles. Mais ça, ça demande effectivement une confiance, de pouvoir échanger des données, mais de savoir que tous les acteurs qui collaborent dans cet échange sont des gens fiables. Ça veut dire qu'au départ, il faut se préparer à faire ces échanges. Il ne faut pas oublier, c'est comme quand il y a un accident. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est la faute de tel et tel ou tel et tel. Il faut savoir échanger les informations, avoir du respect pour les informations, pour ne pas les divulguer, et c'est grâce à ça qu'on peut fonctionner. Mais j'aimerais venir sur un élément où on a, en tant que Suisse, un avantage compétitif extraordinaire. C'est le système d'armée de milice. Le système d'armée de milice, c'est l'avantage de pouvoir prendre des gens qui sont des citoyens, qui peuvent collaborer au sein d'une entité qui est finalement sous le couvert gouvernemental et où chacun peut amener et échanger des choses. Et là, je pense que plutôt que de réfléchir à l'armée uniquement dans une vision classique et ancienne des choses, on peut utiliser ce concept de milice pour non pas faire un peu comme les autres, mais pour faire quelque chose que les autres n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire avoir un échange entre le secteur gouvernemental et le secteur privé dynamique avec un concept qui soit complètement novateur. Et là, le but n'est pas d'être aussi bon que les autres, mais d'être meilleur que les autres, et on en a l'opportunité. Herr Wenger, die Neutralität ist den Menschen in unserem Land außerordentlich kostbar, und wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Schweiz ein neutrales Land ist. Wie weit spielt die Neutralität auch im Cyberkrieg eine Rolle? Also in diesem Sinn, oder, wenn wir den Cyberraum verstehen als eben eigentlich grenzloser Raum, der nicht von den Staaten reguliert wird, dann spielt Neutralität primär gesehen nur eine sehr kleine Rolle, weil es sich eben um einen gesellschaftlichen globalen Raum handelt. Neutralität könnte erst dann wieder eine Rolle spielen, wenn wir eben stärker auch nationale Grenzen wieder etablieren im Cyberspace. Eine gewisse Entwicklung, die wir sehen. Aber ich denke, für die Bewältigung mit Blick auf konkrete Schadenereignisse spielt die Neutralität keine Rolle. Die Neutralität kann eine Rolle spielen für die Cyber-Außenpolitik, also für die Art und Weise, wie sich die Schweiz moderierend einbringen kann in die Entwicklung von Cybernormen. Beispielsweise die Aktivitäten unseres Außenministeriums mit Blick auf die Diskussionspalette Confidence Building Measures im Rahmen der OSZE. Da spielt natürlich es eine Rolle, ob die Initiative von einer Großmacht ergriffen wird oder eben von einem kleinen Staat. In diesem Zusammenhang mag das eine Rolle spielen. Bevor ich den Rahmen der Diskussion öffne, möchte Herr Thäler gerne noch etwas ergänzen auf die Aussagen von Herrn Kudelski. Merci. Ja, ich denke, der Ansatz, die Miliz und da die Stärke, die wir haben, denke, das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Wir sind noch nicht heute, setzen wir zum Teil schon Miliz ein. Ich habe vorher gesprochen, es gibt diese zwei Teile, Profi und Miliz. Heute sind wir noch mehr auf die Seite Profi für die konkreten Aktivitäten zugeschnitten. Wir setzen Miliz ein auch heute zum
mehrheitlich auch Sachen jetzt zu entwickeln, Ideen einzukommen. Das ist eine große Stärke von unserem System. Aber konkret noch zu intervenieren, ich habe gesprochen von Mitteln. Was könnten wir machen gemeinsam? Da sind wir dran, die Mittel sind am Hochfahren. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee haben wir da auch Cyberkomponente eingebaut. Die sind noch nicht heute verfügbar und so weiter. Das wäre auch eine Möglichkeit, dort mit diesen Mitteln zu gehen. Die Antwort von vorher, wir haben diese Mittel heute noch nicht, da sind wir am Hochfahren. Und denke, da ist genau das. Wir müssen da, wir haben eine Chance, um da die Miliz wirklich anderes, mit ein spezielles Modell auch einzusetzen. Das müssen wir wirklich voll ausnutzen. Danke. Jetzt bitte ich Sie, nutzen Sie die Gelegenheit, an unsere Referenten und Experten Fragen zu stellen. Wer möchte den Eisbrecher sein oder die Eisbrecherin? Christophe Gerber, LK Informatik. En tant qu'officier de milice, j'aime bien écouter aussi l'expérience de la guerre, comme on dit. Et on a parlé aujourd'hui d'un pays du Moyen-Orient qui fait certaines expériences dans le domaine de la cyber defense, c'est-à-dire de mettre ensemble les compétences de l'armée, de l'université et de l'industrie, et qui apporte une certaine plus-value. C'est des bonnes idées, on en parle ici. J'aimerais apporter le point de vue de l'industrie suisse de la défense que je représente en partie ce soir. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout vécu dans notre pays. Je dois malheureusement dire que l'industrie aujourd'hui est de plus en plus bloquée sur le contact qu'elle devrait avoir avec les utilisateurs finaux pour des raisons de processus d'acquisition, pour des règles légales. Qui ont peut-être leur raison d'être dans certains domaines, mais en tout cas pas dans le domaine de la cyber defense. Donc, du point de vue de l'industrie, ça ne fonctionne pas, et j'aimerais bien savoir, du point de vue de l'armée, mon divisionnaire, est-ce que vous, de votre point de vue, est-ce que vous avez l'appui que vous aimeriez avoir de la base industrielle suisse dans ce domaine ? Merci. Monsieur Taylor ? À nouveau, je pense que... Il faut voir sur deux orientations. L'aspect, on a un certain appui par le rôle de l'armée de milice, où on peut engager les gens dans certaines fonctions. Vous en êtes un exemple. Où on peut ici, en fait, utiliser ses compétences. Par contre, le lien, et là, je rejoins la problématique au niveau des acquisitions, le cadre légal, etc., ne permet pas d'aller aussi loin qu'on pourrait. Et si, pour prendre l'exemple que vous avez mentionné, hein, où c'est que cette base ensemble entre armée, industrie, recherche. Je pense que là, il y a aussi le projet de ce pays, et vraiment, c'est une autre dimension. C'est aussi un projet stratégique au niveau de l'État, le développement, etc., de recherche, c'est un investissement énorme, où l'État veut aussi être clairement numéro un dans ce domaine cyber. Je pense qu'on est dans deux configurations complètement différentes. Mais je pense qu'effectivement, on devrait avoir une plus grande flexibilité ici, au niveau de tout le processus général des acquisitions, etc. Ce qui est pas que dans le domaine cyber, dans tout le domaine IT, où c'est qu'on a besoin de plus de flexibilité pour bouger et puis avancer plus rapidement. Je voulais juste peut-être compléter cette réflexion en disant on a un problème en Suisse, c'est qu'on a un processus qui a un avantage, c'est que finalement on trouve des consensus, mais l'inconvénient, c'est que c'est long. Et dans le domaine cyber, on n'a pas le temps. Donc on doit absolument avoir des systèmes qui permettent d'agir beaucoup plus vite. Mais on le voit d'ailleurs au niveau légal. Le cadre légal suisse met beaucoup plus de temps pour s'adapter que par exemple le cadre légal américain. Et on est pratiquement toujours dans le domaine cyber, une voire deux guerres en retard. Et là, on doit vraiment se poser la question, est-ce que pour des secteurs où la vitesse est absolument essentielle, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir notre façon d'adapter la législation et ou la façon de faire ? Wenn ich vielleicht das noch aus der Sicht der Forschung etwas ergänzen darf, das werden Sie sicher auch noch machen. Ich glaube, aus der Sicht der Forschung fragen wir uns an der ETH in der Theorie, was kann überhaupt passieren? Aber die Komplexität, wenn Sie es aus der Sicht der Praxis anschauen, der angewandten Forschung, dann müssen Sie das Umfeld kennen.
und eine Entwicklung, die es hier gibt, ein Modell der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und der Forschung ist, Andretti hat es ein Zentrum, ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Namen hinkriege, Zurich Information Security Center. Und dort ist ein Modell vorhanden, bei dem man Shared Lab Space, das ist eigentlich das Modell, bei dem Sicherheitsexperten aus der Wirtschaft, aus der Industrie Seite an Seite eben mit wissenschaftlichen Experten arbeiten. Für die wissenschaftlichen Expertinnen und Experten ist das interessant, weil sie den spezifischen Kontext einer Industrie kennenlernen und eben auf der anderen Seite für die Industrie kann das interessant sein, weil sie eben an der Grundlagenforschung am Puls dran sind. Das ist vielleicht noch eine Ergänzung, was Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung anbelangt. J'aimerais tout simplement faire une réflexion, non comme expert du thème, mais comme juriste. Pendant 20 ans, on a surtout travaillé à la protection des données. On a créé une immense réglementation pour savoir exactement quel service de l'État peut récolter, quelles données, etc. Tout d'un coup, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une telle facilité d'accéder d'une façon illégale aux données, de les utiliser, que presque une certaine nécessité de reconnaître une légitime défense soit là. Ce que M. Koudelski disait, le fait qu'entre entreprises spécialistes qui s'échangent des renseignements pour aider à résister à une attaque, à découvrir la source de l'attaque. Personne ne va prétendre qu'il faut une base légale pour ça. Donc, on a un peu le concept de Nordverhill fait de le principe que dans une situation de légitime défense, tout le monde, de bonne foi, est autorisé à échanger des données avec d'autres pour essayer ensemble de résister. Donc, il faut peut-être un peu sortir de cette idée qu'avec ce développement technologie qu'on puisse vraiment encore réglementer cas pour cas qui a le droit de donner quelles données à qui. Déjà le concept de propriété de données, je crois que M. Koudelski l'a très bien expliqué, il est devenu tellement gris, tellement flou entre noir et blanc que je crois qu'il faut procéder peut-être davantage avec du bon sens qu'avec des règles. Peut-être pour rebondir à ce que disait le secrétaire d'État D'Ambrogio, il paraît important de faire une différence entre accéder aux données et détourner les données de ce qu'il fallait faut faire. Le jour où on dit que si on utilise à mauvais escient des données, là, on a des peines très sévères, on peut changer les règles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le fait d'accéder à des données où on n'aurait pas le droit, où on est puni, et pas pour la mauvaise utilisation. Et je pense que là, il y a vraiment une règle de base qui devrait être changée en punissant de façon extrêmement sévère le fait de mal utiliser des données, alors que si on échange les données dans un but qui est constructif, eh bien, les choses soient différentes. Mais c'est plus facile dit que fait. Nächste Frage. Mein Name ist Volker Birk, ich bin vom Chaos Computer Club Schweiz, also ein Vertreter der Hacker-Community. Ich möchte aber vorab sagen, dass ich heute im Wesentlichen der Vorträge wegen des guten Essens wegen hier bin und nicht nur wegen dem Geld. Ich hätte eine Frage, und zwar, wir haben heute viel über Cyberstrategie gehört und wie wir jedoch in der Hacker-Community genau wissen, ist es völlig ausgeschlossen, dass man gleichzeitig in den Angriff geht und auf Abwehr spielt. Im Bereich IT-Sicherheit, ich nenne die auch IT-Sicherheit, weil ich habe im Wesentlichen gesehen, dass man aus dem militärischen Bereich heute Begriffe und Termini umgezogen hat, indem man halt Cyber davor gemalt hat. Wir hatten auf unserem Kongress da auch einen Sticker, da steht Cyber-Bindestrich, den kann man überall anbringen, dann ist alles Cyber. Nur so einfach ist es ja nicht. Also geht ja im Wesentlichen so mit der IT-Sicherheit. Wenn man weiß, wo die Lücke ist, kann man durch. Dann kann man sie missbrauchen. Wenn man es nicht weiß, kann man das nicht. Wie kann man eine Lücke finden? Naja, durch Zufall. Man liest drüber. Durch Recherche. Durch intensive Recherche. Durch bezahlte Recherche. Man kauft sie auf dem Schwarzmarkt. Man hört davon. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wenn man die Lücke weiß, kann man sie nutzen. Und das kann jeder. Das kann nicht nur derjenige, der sie gekauft hat. Das kann jeder. Und deshalb, wenn man die Lücke weiß, dann muss man sich als Staat entscheiden. Will man jetzt seine Bürger, seine Unternehmen und seine Behörden sofort warnen, dass sie die Lücke schließen können?
Oder will man sie auf Vorrat haben in der Hoffnung, dass es kein anderer weiß, eine Hoffnung, die meistens trügt? Das ist die Entscheidung, ob man auf Verteidigung spielt oder auf Angriff. Und die beiden Dinge schließen sich wechselseitig aus. Und deshalb die Frage an die anwesenden Experten, die hier über die Strategie der Schweiz Vorschläge bereiten. Planen Sie eine Angriffs- oder eine Verteidigungsstrategie für die Schweiz? Also, ja, ich kann beginnen. Also grundsätzlich ist es, also ich bin nicht sicher, ich habe alles von eurer die Sprache alles nicht richtig verstanden. Sie sagen, okay, der Teil Angriff, Verteidigung ist schwierig zu trennen. Wenn man Lücke kennt, bedeutet, kann man das auch grundsätzlich benötigen und man braucht beide Sachen. Wo ist der Unterschied? Und denke, wir sind ganz klar auf eine, wie wir das verstehen, eine Verteidigungsstrategie zu schauen. Klar, Lücken sind da. On a des faiblesses, etc. Mais il s'agit, on est principalement orienté vraiment avec la stratégie nationale, avec les stratégies qu'on a. On est d'abord orienté en direction défense au sens propre du terme. On a ce qui est au niveau militaire, la partie attaque en tant que telle, et dans le cas défense. J'en ai parlé rapidement. Hein. Quand est-ce qu'on rentre dans le contexte défense, dans le contexte... Ja. Jetzt muss ich die Wortwahl von Cyber Defense im Normalfall und wenn man militärisch von oder Angriff und man geht in Verteidigung im Ursprung vom Wort, nicht in, um zu schützen, die ganze Sache, dann gibt es die Option auch rechtlich, dass man gewisse offensive Aktionen machen. Aber sonst darf man das nicht. Eine sehr interessante Frage. Ich muss sagen, mein technisches Verständnis ist limitiert, aber ich glaube, ich kann Ihnen folgen. Ich denke in der Tat, auf was Sie ausweisen, ist, dass natürlich diese Entwicklung, dass immer mehr Staaten auch offensive Kapazitäten entwickeln, mit Blick auf Früherkennung, aber auch im militärischen Bereich, führt natürlich auch zu mehr Unsicherheit. Das ist eigentlich der Punkt, den Sie hier machen. Und das ist ein Dilemma, das in der Tat natürlich in den Cyber-Militärstrategien und Cyber-Sicherheitspolitiken gegeben ist. Und nur sehr wenige Staaten, wie beispielsweise die USA, können offensiv Kapazitäten entwickeln und gleichzeitig auch mit der Hacking-Community, also mit ihnen, eigentlich in Kontakt treten, indem sie zumindest das, was auf dem Markt angeboten wird, an Zero-Day-Exploits auch entsprechend aufkaufen. Also wir haben in diesem Bereich ja auch einen Schwarzmarkt, also inwieweit die Staaten eben dann auch die Lücken, die in der Hacking-Community etabliert werden, auch aufkaufen können. Ich habe mir sagen lassen, dass das heute ein Markt ist von mehreren 100 Millionen Dollar. Natürlich sind die USA und die großen fünf hier ein ganz starker Akteur. Auch eine Frage, die sich natürlich stellt, wie man diesen Umgang mit dem Problem von Zero-Day-Exploits eigentlich regulieren will, anfalls. Also ich gebe Ihnen recht, dass wir ein Spannungsfeld haben natürlich, wenn Sie offensiv gehen, dann kann das unter Umständen natürlich auch Unsicherheit produzieren. Aber auch das Verhältnis oder, zwischen den Staaten und der Hacking-Community ist letztlich in Entwicklung begriffen und da ist viel Geld zu machen und entsprechend werden solche Hintertüren, die eben in der Hacking-Community gefunden werden, auch aufgekauft. Wiederum natürlich vor allem von wenigen wichtigen staatlichen Akteuren. Herr Kudelski. J'aimerais juste changer un tout petit peu l'approche par rapport à ça, parce qu'on parle souvent. Oh, okay. Now, so we can ask ourselves about privacy, about the element that someone needs to be protected if he do something on the internet. But I think there is one fundamental question that we need to ask ourselves. If you take fundamentally in a democracy, the freedom of speech is a very important element. You have more limitation in Europe, in when I'm speaking Europe as a continent, than in the US, but on the other side, in US, people take less care about privacy. Why? Because you can say the worst thing on earth, you still have the freedom. Now, with all the new technology, we need to take into account one next step. Not only
You need to grant the freedom of speech, but you need to grant the freedom of thinking. If you take all the system, the advanced solution with big data, you can define what someone is thinking. And if you don't guarantee in the future of our society the freedom of thinking, then we may have big issues. So we need to take into account the elements that technology is allowing to detect elements that were not possible before and to guarantee the equivalent freedom with the technology that is allowing to do some extra elements. So it's really an element where we have to be extremely careful, because if we have the tool that allow to detect some elements and we don't have the freedom that come with it, then we have a potential issue that can be very important. And I give you a very simple example. You have many people that complain that in the US you may have people saying things that are terrible. In Germany, if you say something that is too terrible in a specific sector, you just go to jail. And this asymmetry is one of the reasons why maybe in the US they take a little bit less care about privacy, because you have this freedom that is granted. But due to the new technology, we have to be careful that we don't punish people just because suddenly we can understand what they think about. And that's just to think about it. Gibt es eine weitere Frage? Herr Furrer? Danke, ich habe eine Frage an die Sicherheitspolitiker in diesem Saal. Wir hatten vor 20 Jahren, etwa 1995, 96 auf dem Appenberg die Gesamtverteidigungsübung zum Thema Cyberwar, Cyberterror mit den damaligen ehemaligen VBS-Chefs Ogi und de la Mura, mit der Armeespitze, Spitze von den Banken. Und es war klar, Priorität muss auf die Abwehr der Cyberattacken gelegt werden. 20 Jahre später führen wir mehr oder weniger die gleiche Diskussion. Und ich habe nicht gesehen in diesen 20 Jahren, dass in der Sicherheitspolitik hier wirklich die Prioritäten neu gesetzt worden sind. Und ich glaube, die Gefahr, oder die wurden heute ja ganz klar auch formuliert. Unsere Gesellschaft ist noch viel verwundbarer geworden als damals. Jetzt die Frage an die Sicherheitspolitiker. Wird das jetzt geändert? Werden diese Investments gemacht in unsere Armee, also nicht nur Armee, sondern überhaupt in diese Verteidigung, damit wir hier abwehren können? Wir haben das Beispiel Israel gehört. Dort sind auch die Softwares vorhanden. Andere Länder, USA, Russland haben die Software, wir haben sie nicht. Wie ist da die Haltung der Politiker? Ich kann mir vorstellen, dass der Herr Divisionär sicher dafür wäre, dass hier die Prioritäten anders gesetzt werden. Aber Frau Eichenberger, Sie sind die Chefin der Sicherheitskommission. Wie sehen Sie das? Sorry, dass ich Sie als Fragestellerin eine Frage stelle. Ich kann nur für mich natürlich reden und nicht für meine Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, es ist bekannt, dass ich mich sehr dafür einsetze, dass der Armee genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden, und damit meine ich auch genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden im Cyberbereich, weil der Cyberbereich hat in den letzten Jahren sehr stark an Stellenwert gewonnen, und die Bedrohungslage hat sich insofern auch verändert. Wir haben das heute Abend auch von Herrn Wenger und von Herrn Thaler gehört. Das heißt, es ist heute wichtiger, in die Cyberabwehr zu investieren, als neue Panzer oder neue Artillerie zu kaufen. Das ist meine Meinung. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir solche Anlässe wie diesen von heute Abend mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik und Cyberdefense durchführen. Herr Thaler, möchten Sie gerne noch etwas dazu sagen? Also, ich möchte danken, wenn Sie in diese Richtung denken. Ich denke, es ist wichtig, dass man da die Mittel, wir brauchen dort die Mittel. Klar ist auch eine Sache von Ressourcen, dass man in diese Richtung geht. Und da, es kostet auch dort, in diesem Bereich kostet das auch
in den Investitionen Sachen, aber auch Ressourcen und personalmäßig. Es braucht dort Ressourcen und dort setzen wir Miliz, aber auch Profi braucht es. Danke. Meine Kollegin Frau Edith Graf-Litscher möchte sich auch noch gerne dazu äußern. Ja, besten Dank. Ich möchte natürlich unsere Präsidentin auch noch unterstützen, wenn sie schon die Rolle wechseln muss. Ich glaube, Tatsache ist, wir sind uns bewusst, aber wir wissen alle, dass die herkömmliche Verteidigung, auch, da sind wir ehrlich, in der Sicherheitspolitischen Kommission immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Wenn wir über Cyberthemen diskutieren, dann wird häufig auch noch etwas geschmunzelt. Jetzt kommen die schon wieder mit ihren Cyberthemen. Aber ich glaube, jetzt findet langsam ein Wandel statt. Und irgendwann müssen wir halt dann wirklich auch in der Schweiz, wie in anderen Bereichen, auch in diesem Bereich halt entscheiden. Setzen wir jetzt das Geld für die Cyber-Risk ein, sowohl im zivilen wie aber auch im militärischen Bereich. Und dann müssen wir vielleicht auch über unsere Hürde springen und im Militär irgendwo in einem anderen Bereich sparen. Aber da sehe ich noch etwas Handlungsbedarf. Und da bin ich natürlich auch die Sozialdemokratin, die nicht unbedingt ein 5 Milliarden Militärbudget möchte. Da kennt mich Herr Taylor auch. Da würden wir aber die Differenz zwischen den Beträgen von dir und mir eben für Cyber einsetzen. Dann wärst du wahrscheinlich auch wieder einverstanden. Noch eine letzte Frage. Herr Wenger möchte sich. Ich bin kein Sicherheitspolitiker, aber ich setze mich mit sicherheitspolitischen Entwicklungen auseinander. Und ich muss zur Ehrrettung sagen, dass, wenn man natürlich sagt, ja, 20 Jahre zurück, dann sehen wir natürlich, dass es eine allgemeine Entwicklung ist, dass Cyberdefense und Cyberabschreckung in den allermeisten Staaten eigentlich erst seit 4, 5, 6 Jahren wirklich eigentlich entwickelt wird. Wir hatten auch vor 20 Jahren Cyber Pearl Harbor, oder? Und die Vorstellung, ein Cyberwar, also eine Computer Network Attack, könnte Infrastrukturen eigentlich zum Implodieren bringen. Da muss man sagen, ist natürlich auch viel Threat Hype dabei gewesen, oder? Und ich glaube, dieser Prozess der Politisierung und Militarisierung, den ich eigentlich beschrieben habe, also dass eben die politische Dimension dieses Bedrohungsspektrums wichtiger wird, ist eine Entwicklung, die sich stark beschleunigt hat in den vergangenen 4 bis 5 Jahren. In diesem Sinne kann man sagen, ist die schweizerische Diskussion gut eingebettet in eine breitere europäische Dimension. Ich habe darauf hingewiesen, wirklich in den letzten 4 bis 5 Jahren praktisch jedes europäische Land beschäftigt sich mit diesen Fragestellungen. Und eigentlich die politische Sensibilisierung und auch die Tatsache, dass hier die Strategien entwickelt werden und auch viel mehr Geld in diesen Bereich hineingeht, das ist eine Entwicklung der vergangenen 5 bis 6, 7 Jahre, mit Ausnahme natürlich der führenden Staaten, beispielsweise der USA in diesem Bereich. Also man muss die schweizerische Diskussion hier auch einbetten in einen größeren europäischen Kontext. Das bedeutet aber auch, dass natürlich sich die Notwendigkeit, auch den Cyber-Defense-Bereich zu konzeptualisieren, zu denken und entsprechend auch auf- und auszubauen, heute natürlich dringender ist als je zuvor, aus meiner Sicht. Herr Taylor. Ich möchte noch eine Ergänzung zu, was ich vorher gesagt habe, auch der Thema, die Bedeutung von den Ressourcen, die da, aber auch zu sagen, dass die Armee ein gesamtes System ist. Man muss mehr Schwergewicht auf gewisse, und Cyber ist ein Thema, aber das System funktioniert nur, wenn man alle Mittel dazu hat, dass auch der Auftrag der Armee erfüllen sein kann. Es muss mehr Schwergewicht drauf gesetzt werden, das bin ich überzeugt, aber man kann auch nicht vernachlässigen das gesamte System. Vielen Dank. Wir kommen zum Schluss unserer Diskussion hier. Ich danke Ihnen für die Beiträge und für die Fragen und gebe nun gerne wieder an Herrn Professor Hämmerli zurück.